Wir laufen, sagt er. Das habe ich auch nie gehört. Aber schön. Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Es ist Montagmorgen, 11 Uhr haben wir mittlerweile und ich bin gut 400 Kilometer entfernt von Karst. Ich bin in den Osten erneut gefahren und zwar zum Patrice. Hallo Patrice. Hallo, ich danke dir für die Einladung, wo dich meine Antwort, glaube ich, sehr überrascht hat. Ja, das hat mich total überrascht. Also ich war aufgeregt wie ein kleines Kind. Sehr schön. Ach, das freut mich. Nein, also es war ja folgender Hintergrund. Ich hatte ja, bevor wir zur IFA gefahren sind, habe ich ja gesagt, wer wohnt denn hier an der A2 und ist Kunde von uns und hat noch ein Heimkino von uns. Also eigentlich drei Anforderungen erfüllt. Und es war, wie ihr ja gesehen habt, haben sich ja direkt mehrere gemeldet. Wir waren dort dankenswerterweise, haben uns das Kino angeschaut. Und dann hast du uns ja gesagt, hör mal, ihr sucht immer so ein Kino, was ja relativ klein ist. Ich habe vielleicht eins der kleinsten. Und da habe ich gedacht, ja, das ist ja super, dann komme ich vorbei. Ja, und da warst du ein bisschen platt, ne? Da war ich sehr platt. Ja, so sind wir manchmal. Also, wir haben Montag und ich bin heute Morgen losgefahren. Und wir sind jetzt in der Nähe von, sagen wir mal, eine große nächste Stadt. Erfurt. Erfurt, ne? Erfurt, Gotha. Ja, schöne Gegend hier. Andere machen hier Urlaub, du wohnst hier. Ich werde beim nächsten Mal etwas länger bleiben. Er hat uns auch direkt versorgt mit Thüringer Würstchen. Das ist ja eine der Regionsspezialitäten hier. Die gibt es ja wirklich von hier, ne? Genau. Weil ich war mal in Krakau, die kennen da gar nicht die Krakauer Wurst. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber ist ein kleiner Insider vielleicht, ist tatsächlich so. Hier sieht das anders aus. Es gibt sie tatsächlich, die Thüringer Wurst, und sie schmeckt sehr lecker, auch um 11 Uhr morgens. Das freut mich, dass es dich geschmeckt hat. Ja, das ist es. So, wir sind in seinem Wohnzimmer, noch nicht im Heimkino. Wir sind in seinem Wohnzimmer und wir sind deshalb im Wohnzimmer, weil hier hat ja auch irgendwo das Ganze so mit angefangen mit dem Thema Großbild. Weil wir haben uns natürlich ein bisschen vorher unterhalten. Mhm. Du bist seit großen, langen Zeiten Fan von Heimkino, vom großen Bild. Du genau. Musstest aber mit dem Fernseher anfangen. Erzähl mal ein bisschen. Genau. Also damals in der ersten Wohnung habe ich, wie lange ist es jetzt schon wieder her? Knapp 10 Jahre habe ich angefangen, mir einen ersten Fernseher hinzustellen. 47 Zoll. Der ist dann innerhalb von 14 Tagen ausgewandert und kommt dann 60 Zoll Plasmafernseher. Mhm. Und von denen an ging es dann eigentlich immer nur noch bergauf. Ich habe dann, wo wir dann umgezogen sind, größere Wohnungen, habe ich dann ein Zimmer übrig gehabt und habe dann gesagt, jetzt das erste Mal wirklich so ein Kino. Beamer, Leinwand, wirklich Zimmer noch komplett weiß. Kein Kontrast, keine Raumoptimierung, nichts gemacht. War aber schon damals zufrieden, weil hat sich halt war so auch wieder größer als 60 Zoll? Genau, genau. Mhm. Es waren 120 Zoll. Genau, Bilddiagonale. Und das war halt auf jeden Fall wesentlich größer. Und dementsprechend war ich damals so ganz zufrieden. Und jetzt sind wir ja in einem Haus, da lebst du mit deiner Familie. Richtig. Da seid ihr hingezogen, aber da war schon ziemlich wichtig zu wissen, ob es hier einen Raum gibt, wo du dein Heimkino wieder das aufbauen kannst. Das war mir der wichtigste Punkt. Also ich habe von vornherein zu meiner Frau gesagt, wenn wir uns hier wieder eine Wohnung irgendwo nehmen, dann möchte ich irgendwo mein Zimmer haben, wo ich mein Kino unterbringen kann. Weil das ist für mich oberste Priorität. Und egal wie klein oder wie groß, du kriegst das irgendwie hin. Naja, egal wie klein nicht, weil sonst hätte ich ja die Abstellkammer nehmen können, aber es sollte schon eine gewisse Größe haben, dass ich mich ja irgendwo wohlfühle, dass ich sagen kann, ich mache zwei Sitzreihen und ein kleines Fotest mit rein, dass es halt wirklich einen Kinocharakter auch kriegt. Das ist halt nicht einfach nur eine Couch und ein großes Bild, sondern wirklich irgendwo dieses Kino-Feeling auch irgendwo mit hat. Und das habe ich dann halt wieder verwirklichen können. Ich habe es noch nicht gesehen, er hat mir noch nicht mal Bilder geschickt. Ich bin einfach jetzt hier losgefahren und jetzt gucken wir uns das mal an. Ich weiß ja ein bisschen was von der Technik, die hier ist. Mhm. Das, was wir hier haben, möchte ich euch auf jeden Fall auch nochmal zeigen, weil hier haben wir doch tatsächlich ganz schmale kleine Lautsprecher aus unserem Programm. Das sind die Chaos-Lautsprecher, die wir ja mal ausführlich vorgestellt haben. Warum hast du dir die geholt? Weil meine Frau gesagt hat, in der Stube, das soll dezent sein. Ich mag diesen Ton vom Fernseher nicht. Ja. Und ich habe gesagt, irgendwas möchte ich hier ganz gerne auch optimieren, weil wir sitzen ja doch öfters mal hier, gucken eine Serie, sonst irgendwas. Aber über den Fernseher kommt ja nur Blechern. Ja, und da habe ich gesagt, ich möchte da irgendwas machen. Dann waren wir bei euch letztes Jahr auf der Hausmesse. Und dann sind mir die guten Stücke da ins Auge gestoßen, beziehungsweise ins Ohr gefallen. Und da habe ich meiner Frau gesagt, guck dir das mal an. Wie findest du es? Können wir die irgendwo verstecken? Und da war sie auch davon total überzeugt und hat gesagt gehabt, dann nehmen sie mit. Zwei Stück hat er plus den Subwoofer dazu und hier direkt mit diesen kleinen Winkeln an der Seite befestigt und das ist schon verdammt wichtig. Das Interessante ist ja unter anderem die Charakteristik. Du sitzt ja dort, du sitzt aber auch dort, mhm. Du sitzt auch dort. Du kannst den ganzen Raum, glaube ich, ziemlich durchfluten hier, ne? Oder richtig, ist das? Richtig. Also ich kann mich auch hinten ganz normal an den Esstisch setzen und kann dann von da aus zum Abendbrot irgendwie und dann hat man trotzdem den kompletten Raum gefüllt. Also ich fand dann den Charakteristik. Ich habe auch geübt. Fandst du gut? Fand ich sehr gut. Also. Ja, gibt es in drei verschiedenen Größen. Mittlerweile sogar in 70 cm. Passt unter anderem gut an den Seiten von dem Fernseher direkt dran oder sogar als Center natürlich. Soll wohl nachgerüstet werden. Alle, die zu unserer Hausmesse möchten, die werden sicherlich
dich wahrscheinlich dann auch wiedersehen, weil 2019 Hausmesse, 6. und 7. Dezember, da wolltest du kommen mit deiner Frau. Genau, haben wir schon eingeplant. Und dann machen wir ein bisschen Party. So machen wir das. Richtig. Alles klar. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal rüber, oder? Können wir gerne machen. Machen wir das. Ja. Wir gehen jetzt in deinen Flur und gehen dann hier links rein, genau. Direkt. Und hier ist mein kleines Reich. Ja, komm, mach auf. Dann machen wir hier auf. So, lasse ich euch erstmal rein. Ja, das ist ja mal ganz charmant, ey. Das ist ja mal richtig charmant. Mann, oh Mann, du hast ja mal ein riesen Podest hier reingesetzt, was? Ist ja der Wahnsinn. Guck mal, Lautsprecher von Klipsch sind hier. Sehr, sehr schön. Ja, also, komm mal zu mir. Komm ich. Das ist ja mal ein richtiger Thron hier, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Guck dir das mal an hier. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Ja, sag mal, was von der Größe. Du hast ja gesagt, man könnte es dir vorstellen, dass es vielleicht eins der kleinsten Kinos ist. Richtig, richtig. Und dann sag mal an. Also, wir haben eine Länge von knapp 3,60 Meter und eine Breite von knapp 3,20 Meter und eine Raumhöhe von 2,70 Meter. Hast du das mal in Quadratmeter ausgerechnet? Das sind wir irgendwo bei 12 Quadratmeter. Ja, es könnte knapp werden, ne? Es könnte funktionieren. Ja. Und du hast, Deckenhöhe hast du gesagt, 2,70 Meter? Genau. Sehr geil. Deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte gerne selber höher sitzen, weil hier unten ist ja Sender etc. pp. Und ich möchte aber irgendwo Bildmitte sitzen. Deswegen habe ich mir für mich selber in dem Moment schon die erste Reihe als Podest gemacht und sitze nicht unten auf dem Boden. Und hinten wollte ich halt auch ganz gerne noch eine zweite Reihe haben, falls doch nochmal irgendwie Besuch kommt, Gäste kommen etc. Ja. Das heißt, du hast hier ein Podest in welcher Höhe ungefähr? Drittstufe ist hier 25, also 50 cm und hinten habe ich nochmal, müsste glaube ich knapp entweder Meter oder 70 cm ungefähr. Also in 70 cm Höhe sitzt du da? Hinten. Die hinten. Was die Platte angeht, genau. Ne? Was die Bodenplatte angeht. Genau. Also da sitzt ja schon gut weit über einen Meter dann nachher, was die Kopfhörer angeht. Meter genau. 30, Meter ja. 50 ja bestimmt schon. Ja, kommen wir ja schon, es geht da noch sogar höher. Das ist ja cool. Deswegen musste ich aber auch vorne für die Lautsprecher, dass die bei mir ungefähr ansatzweise auf Ohrhöhe sind, habe ich dann auch nochmal mir von meinem Nachbarn, der mir hier mit geholfen hat, nochmal kleine Kistchen bauen lassen, wo die Lautsprecher draufstehen, dass ich dann halt wirklich auf Ohrhöhe alles habe. Alles klar, dann lass uns mal ein paar Details gucken. Gehen wir mal in die nächste Szene. Ja, ich habe es ja gerade gesagt, es sind Lautsprecher aus dem Hause Klipp. Boah, das ist so geil, wie das so knarzt hier, ne? Das ist ja hier... Wie alt ist das Haus? Das Haus müsste knapp 30, 40 Jahre, 50 Jahre, ich weiß es nicht. Sehr schön. Also, du hast Lautsprecher von Klipsch hast du hier genau. Im Einsatz. Das sind welche? Das sind die RP260F. Und die hast du dir auf eine Säule gestellt, also genau. Auf so ein kleines Podest gestellt, genau. Damit du nicht mit allem erstmal hochkommst, ne? Genau, richtig. Aufgrund der Position. Okay, dann hast du eine gewisse Vorliebe für Marvel. Richtig. Würde ich mal richtig sehen, ne? Richtig. Also, alle Filme dreimal gesehen mindestens, und mehr. Mindestens. Sehr schön. Und, ach Gott, der hat ja auch die ganzen Figuren da oben, das alles ist ja der Wahnsinn wieder. Aber es ist schön, wie du das hier alles ausgenutzt hast, ne? Wer ist die denn? Wer ist das die denn? Das ist, wie heißt die Hexe? Die da? Genau. Och, ja, eine gewisse Ähnlichkeit gibt es. Okay, dann hast du einen nicht gerade übersehbaren Subwoofer. Der heißt wie? Das ist der R115 von Klipsch. Gut, also den Klipschleuten gehen gerade die Herzen auf, glaube ich, ne? Kann das sein? Das müsste so sein. Wenn die dann die Raumgröße hören, dann können die sich gar nicht vorstellen, was hier abgeht, ne? Der macht schon Krach. Ja, Krach, also er ist ordentlich da, würde ich mal sagen, ne? Dann hast du ja einen gewaltigen Center, den hast du dir auch wiederum über ein Podest leicht angeschrägt. Genau, genauso wie den oben an der Decke. Da oben ist nämlich nochmal so ein Center. Ich kenne da noch jemanden, der hatte auch mal zwei Center, einen oben, einen unten und hat mal sogar mal ein Video drüber gemacht. Okay. War das Spider-Kino, wenn ich mich recht erinnere. Gruß an Joachim. Den hast du da, dann hast du da natürlich den anderen und dann hast du eine Leinwand, mit welcher Breite hast du reinbekommen? 2,43 Meter. Ja, eine Hochkontrastleinwand. Richtig. Warum? Weil ich mit der rein weißen Leinwand hier noch nicht ganz so zufrieden war, weil die Wände ja doch noch irgendwo reflektieren. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt gehabt, ich möchte gerne eine Hochkontrastleinwand haben. Mhm. Weil falls doch wieder Streulicht drüber und über geht... Du hast ein riesen Fenster an der Seite. Genau, okay, das kann ich zwar komplett verdunkeln, aber das strahlt ja trotzdem alles wieder Licht ab. Ja. Und ich möchte, wenn dann schwarz, soll auch schwarz sein. Mhm. Ja. Und der Effekt war für dich auf jeden Fall gut erkennbar, selbst im absolut dunklen Raum. Genau. Also, weil du wirst ja hier nicht sehr viel Restlicht haben, denke ich mal. Ne? Ja, oder doch, bist nee, Streulicht habe ich aber. Das also, von der Wand selber? Genau, genau. Mhm. Ansonsten hast du alles hier lichtig zu machen. Hier kann ich alles komplett duster machen. Mhm. Und die Breite war gerade so machbar mit dem Abstand? Aber gerade so. Gerade so, ne? Gerade so. Also es war wirklich...
hatte vorher noch eine 260er Leinwand gehabt, mhm, ja, und die musste dann weichen, weil ich sonst das Bild nicht drauf gekriegt hätte. Mhm. Das hättest du wahrscheinlich da doch ins Treppenhaus mit dem Projektor gemusst. Richtig, ne? Und das wollte der Nachbar nicht. Okay, so, dann gehen wir mal weiter, weil jetzt gehen wir ja mal so ein bisschen hier rüber in das Podest. Ich bin echt beeindruckt von den kompakten Abmessungen hier, was das Podest angeht. Guck mal, er geht schon aufs Podest. Du hast ja hier wirklich eine massive Konstruktion mit deinem Nachbarn, der sich mit Holz ganz gut auch auskennt. Genau, ne? Der ist Schreinermeister. Und dann habt ihr hier mal gemeinsam am Wochenende gearbeitet? Viele Wochenenden. Also es waren schon einige Wochenenden, die dann draufgegangen sind, mhm, dass das alles ordentlich war. Da hinten ist jetzt der Satellit. Lass uns mal rübergehen. Geh nochmal bitte. Da ist jetzt auch wieder ein Clip-Satellit. Welcher ist das? Das sind die 150M. Mhm. Mhm. Ja, und oben habe ich die, also das sind die Referenz-Premium-Lautsprecher, ja, von Klipsch. Und das sind die Referenz-Lautsprecher und das sind die 15M. Die habe ich ringsrum als Auro. Da hast du mir schon eine Frage beantwortet, die ich noch gar nicht gestellt habe. Du hast das Ganze auf 3D-Sound umgerüstet. Genau, das wollte ich von vornherein haben. Weil Woher kam das? Ich habe es bei euch viel auf YouTube gehört, mhm, und hin und her. Und da habe ich gesagt, 3D-Sound, das wird bestimmt ganz fetzen. Hier habe ich leider nicht die Möglichkeit, das irgendwo Probe zu hören. Deswegen habe ich gedacht, jetzt musst du einfach anhand von euren Videos, wie ihr das immer sagt, was wir irgendwo machen können, habe ich das dann so umgesetzt. Ohne, dass du es überhaupt gehört hattest? Richtig. Mhm. Er geht eigentlich kein Risiko ein, wie ihr gerade merkt. Das ist ja schön zu hören. Und die Enttäuschung war natürlich gar nicht da, ganz im Gegenteil. Nee, also ich war absolut begeistert davon. Also die ganzen Leute, wenn ich mal einen Kumpel oder sowas hier Filme am Vorführe und dann ein paar gewisse Stellen von Filmen zeigt, die machen schon große Augen. So muss das sein. So, dann hast du hier, wie viel von den blauen Scheiben hast du hier ungefähr? Du bist ja doch wirklich ein großer Fan von dem körperlich vorhandenen Medium, ja? Genau, weil Streaming ist hier auf dem Dorf ein bisschen schlecht. Aber ist besser geworden, hast du vorhin gesagt. Ist jetzt besser geworden, ja. Aber ja, ich möchte, private Initiative. Genau. Ja, ist cool. Hier auf dem Dorf, private Initiative, selber hat Kabel gelegt, ein Anbieter hat das gemacht, ne? Genau. Eine Firma. Genau. Und jetzt hast du eine 50er Leitung hier. Jetzt habe ich eine 50er. Ja, damit kannst du eigentlich alles machen. Das ist richtig, aber ich empfinde, auf physischer Scheibe ist die Qualität doch nochmal um einiges besser, mhm, als wenn ich jetzt über Sky oder sonst irgendwas die Filme streame. Und deswegen, ich sammle lieber. Ja, und dann haben wir hier den Projektor. Das ist jetzt ein Sony und das ist jetzt welches Modell? Das ist der VPL 270. Der 270er. Genau. Das ist ein nativer 4K-Projektor, der passt gerade so ran. Der berührt mit dem Popo fast schon die Rückwand, würde ich sagen. Der berührt hinten komplett. Also der war wirklich auf einen Zentimeter genau. Also 2 Zentimeter mehr und ich hätte wieder noch eine Nummer kleiner nehmen müssen, die Leinwand. Ja, also für alle die jetzt irgendwie so, was meint ihr denn da? Klar, ein Projektor hat einen Zoom-Bereich von bis, aber es ist eben von bis. Und ich brauche diesen Mindestabstand hier, um deine Leinwand auszuhören. Das heißt, der Zoom ist schon so maximal aufgezogen. Mehr geht nur noch von der Bildgröße her, indem ich den weiter wegstelle. Genau. Hier war aber nichts mehr. Hier haben wir jetzt eine Wand. Und da ist auch noch was drunter, ne? Da ist irgendwas, was hat das für dich für eine Funktion? Hier war früher mal, für mein erstes Kino, was ich hier hatte, hatte ich hier in dem Moment einen Verstärker mit integriert. Also ich hatte alles auf der Seite gehabt, hatte hier die Couch drunter. Ja. Und ich wollte aber die Wand lassen. Mir hat das optisch gefallen, dass es so ein bisschen vorsteht, ne? Genau, so ein bisschen vorsteht. Okay, ich verstehe. Ich denke gerade, was ist denn dahinter noch? Von der anderen Seite war ja das Treppenhaus, da kann ja keine Regalwand sein. Genau, nee, das ist dahinter hohl. Alles klar. So, mit dem Beamer hast du dann echtes 4K, aber du hattest den Vorgänger schon, ne? Genau, aber ich war da nicht ganz zufrieden wegen der fehlenden Zwischenbildberechnung. Okay, bei 4K. Ja. Die war nicht vorhanden. Richtig, die war nicht vorhanden. Und jetzt ist sie da und siehe da. Dann, Papa ist glücklich. Richtig, dann war ich sehr zufrieden, wo ich den dann hier ausgepackt habe, hingestellt. Die ersten Filme in 4K mit Zwischenbildberechnung, das war dann schon ein ganz anderes Sehen für mich. Du hast dir hier sowas wie will ich das mal sagen, so ein Sturz oder ja, ein Sturzregal, das ist ja eigentlich eine Kombination von mehreren Sachen hier hingesetzt. Genau. Mit welcher Zielsetzung? Warum nicht direkt an der Originaldecke? Waren die dir zu hoch dann oder was war der Hintergrund? Nee, das fand ich von optisch her. Von Optik her. Genau, das fand ich von optischen her nicht schön. Deswegen habe ich gesagt, ich muss die Lautsprecher irgendwo nicht direkt an der Decke basteln, sondern baue mir das irgendwie so ein Gestell. Ja. Das ist hier oben drin auch noch mit LEDs beleuchtet und dann habe ich halt noch Stellfläche. Gesehen, dann habe ich gesehen, alles klar, die Filme passen ja auch noch dorthin. Deswegen habe ich da oben auch meine. Coole Idee. Also echt eine schöne Idee, sieht sehr gut aus. Macht den Raum auf jeden Fall noch mal ein bisschen, lockert noch ein bisschen auf, ne? Von der ganzen Sache. Was hast du hier für Lautsprecher? Das ist dann. Das sind die gleichen Clipsch-Lautsprecher wie auch für das restliche.
Und die Lautsprecher, die sind ja etwas in der Decke versenkt, ne? Weil die sind ja normalerweise vom Gehäusetiefe etwas mehr, ne? Genau, die sind, habe ich nochmal einen kleinen Raum drumherum gemacht, habe sie dann von innen reingesetzt und dann haben wir dann zu fünft haben wir dann die Platte hier dran geschraubt, dass das dann in dem Moment alles ja, hält. Das heißt, du hast die dran geschraubt und hast dann nachher diese Platte nachher an diese Seitenteile dran geschraubt. Genau, ist das innen drin hohl, ne? Genau, innen drin ist es komplett hohl. Da gehen halt die Kabel lang für die Lautsprecher und für die Beleuchtung. Genau, hier oben war ja auch früher mal eine Lampe drin gewesen und das habe ich dann für das Podest oder beziehungsweise für die Rückwand hier genutzt, dass ich das halt ganz normal über den Lichtschalter alles betätigen kann. Wie ihr seht, ist das ziemlich hoch hier oben. Also wir sind ungefähr bei 270 war das nochmal, hast genau, du gesagt? Genau, 270, ne? Ja, cool. Also wie man hier sitzt, lass uns mal, wo hast du die überhaupt her? Wobei, das ist fies, ne? Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, glaube ich, ne? Das geht aber. Also wenn wir uns normal hinsetzen, weiß, wenn wir uns normal hinsetzen, geht's. Geil. Und dann kann ich von oben schön runter gucken. Also für die Kinder oder ja, und zwar sitzt du ja wirklich so, dass du ja wirklich, da kannst du einen Sitzriesen vor dir haben, ne? Bei der Differenzierung, die du hier zwischen den Stufen nochmal hast, ne? Richtig. Also hinten ist es ein bisschen eng, die Sitze kommen dann natürlich nicht nach hinten. Da sitzen ja die Kids dann hin erstmal, aber hinten sitzen meistens die Kinder, richtig. Und wie häufig wird es benutzt? Mindestens einmal die Woche. Gibt es dann so ein Kinoamt bei euch? Ja, wenn meine Kleine lieb war oder nett war im Tag und abends mal gerne einen Film gucken möchte, setzen wir uns rein und gucken abends mal die Schlümpfe oder sonst irgendwas. Oh, wie alt ist sie denn? Sie ist 4. Ja, dann bleiben wir erstmal bei den Schlümpfen, würde ich auch sagen, genau. Ja, guck mal an. So, also Popcornautomat natürlich dabei. Also man sieht überall Kleinigkeiten hier, die du dir hier so hast einfallen lassen, wo man echt merkt, hier ist ein wahrer Kinofan. Da oben sehe ich Shades of Grey. Ist das so? Das war das Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Oh, unverschönt. Naja, ja. War nichts Neues bei, ne? Bisschen zu wenig, aber... Welcher Teil ist denn das? Das sind alle drei? Das sind alle drei, ja. Ach du Jemine, ich hoffe nicht, dass du die... Hast du die alle drei gucken müssen? Ja, in anderthalb von 3 Tagen. Oh, das war aber echt eine Herausforderung. Das ne? war schon grenzwertig. Aber Resident Evil hast du auch sehr eine schöne Sammlung hier. Du scheinst ein größerer Resident Evil Fan zu sein, was man unter anderem auch hier im Hintergrund erkennen kann. Richtig, richtig. Also ich fand von der Wand, die ich vorher schon hatte, hat es dann von Maßen her gepasst. Und ich fand Resident Evil habe ich schon seit der erste Film im Kino kam. War ich gleich zur Premiere drin gewesen, weil als Kind immer viel Resident Evil. Der erste war auch richtig gut. Der war der Beste. Also der erste war. Ist das so, ne? Ja, ich fand den immer noch, ist immer noch der Beste. In der Berliner U-Bahn-Station unter anderem gedreht. Genau, ne? Genau. Da habe ich mich auch sehr viel belesen drüber. Und gerade wenn es, dass es in Deutschland viel mitgedreht worden ist. Mit Bernd Eichinger noch als Produzent und so weiter. Hat mich schon irgendwo fasziniert. Und ja, den Rest gucken wir dann automatisch irgendwo weiter. Mhm. Und wir wissen, wie es weitergeht. Genau. Mhm. Und die Steelbook-Sammlung habe ich dann mir in Berlin irgendwo ergattert. Da gab es in einem Mediamarkt gab's mal 2, 3 Stück. Mhm. Und dann bin ich mit meiner Frau quer durch Berlin in die restlichen Mediamärkte geschossen und habe mir noch, dass ich alle in den Steelbook-Varianten Wenn ich ins Kino möchte, wie weit muss ich fahren? Hier eine Dreiviertelstunde ungefähr, eine halbe Dreiviertelstunde. Und dann kommt man ins nächste Kino. Aber bei Premieren, ich gehe gerne mal hin. Ne? Einfach nur, um die Filme... bevor ich sie auf Scheibe kriegen kann, zu gucken, aber von der Bildqualität her, nee. Also überzeugt ist es nicht mehr? Nee, weil ich das gewohnt bin. Oh, liebe Kinobesitzer, ihr müsst jetzt ganz, wie sagen, stark sein. Ja, okay, aber du würdest trotzdem weiter gerne ins Kino gehen, weil die Premiere würdest du eben gerne im Kino erleben. Genau, also die normalen, gerade was die Marvel-Filme angeht, so die großen sowas, Sachen. Da gehe ich natürlich ins Kino. Ja, also da kann ich nicht noch ein halbes Jahr warten, ehe die dann auf Scheibe da sind. Das funktioniert nicht. Nachvollziehbar. Mein Lieber, lass uns mal weitergehen. Wir gehen noch mal eine Runde. Wir sind mal einmal im Kreis gegangen dann. Lass da mal gucken. Oh. Was hast du für Material hier verwendet? Holz, ist klar. Hast du das Ganze schön gefüllt mit Wolle? Nein. Nicht? Nein. Sondern? Weil das ist richtig massives Holz gewesen, was wir oben drauf gemacht haben. Das waren, glaube ich, 25er MDF-Platten. Mhm. Und da hat mein Nachbar gemeint gehabt, also wenn der was schwingt, dann war es auch nicht. Okay. Das war das Einzige, was nicht knarzt, ne? Genau. Also der Boden, der Boden ist, knarzt, aber da knarzt nichts. Das ist nichts, halt, ne? Komplett Parkett. Ne? Du hast einen coolen Teppich hier mit so Glitzereffekten und so, ja, ne? Das war der billigste aus dem Roller. Das heißt, die Glitzereffekte sind gar nicht Absicht, meinst du? Doch, doch. Also die sollten da schon mit drin sein. Das Feenstaub. Wir haben überlegt gehabt, machen wir eher so einen gräulichen oder so einen schwarzen. Und dann sind wir einen Roller gefahren und da haben wir den gefunden. Der war günstig und haben gesagt gehabt, das passt eigentlich optimal zum Kino. Guck mal, also was wir jetzt hier alles haben, das ist übrigens ein Werbefilm. Wir werden jetzt demnächst einblenden. Mediamarkt, Roller haben wir schon erwähnt. Den haben wir noch alles dabei. Also da waren schon diverse. Ja klar, Klipsch ist sowieso dabei. Und von der Elektronik 8500er, das war ja dann auch nochmal ein Riesensprung. Ja.
Den hast du dir geholt, weil du das volle Format hier abfahren wolltest mit 3D-Sound? Genau, ich wollte noch das ausprobieren mit den Sender-Haie, weil selbst mit den angewinkelten merkt man trotzdem noch, dass der Ton von unten kommt, mhm, oder dass die Sprache. Mhm. Ich kann hier leider keine Akustik-Leinwand reinbringen, mhm, beziehungsweise den Sender nicht verschwinden lassen. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, jetzt probierst du es noch mit dem Sender High. Mhm. Und eigentlich wollte ich dann hinten noch die Back-Surrounds machen, mhm, aber da hätte ich hier die normalen Surrounds alles nochmal umbauen müssen. Und dadurch, dass wir jetzt ein Häuschen kaufen, wo ein neues Kino reinkommt, lohnt sich der Aufwand nicht. Er hat schon vorgegriffen, genau so ist es. Du hast tatsächlich jetzt mit deiner Frau entschieden, ein neues Häuschen oder ein Häuschen zu kaufen. Genau. Und da war aber auch die Anforderung, du musst einen Raum finden, ja? Für ein Heimkino. Genau, also wir haben von vornherein, habe ich zu meiner Frau gesagt gehabt, ohne passenden Raum, wo ich mein Kino unterbringen kann, nützt mir das Haus nicht. Oh, der wird aber nicht die gleiche Größe haben wie diesen hier, sondern der wird etwas größer? Der wird ein bisschen größer werden. Also, sag mal an. Also die Grundmaße sind jetzt 3 Meter und 60 in der Breite. Und 5 Meter und 75 ungefähr in der Länge. Also ein schöner rechteckiger Raum. Ja. Lass mich raten, bei 360 wird die Leinwand irgendwo nachher sein auf der Wand. Und wenn die 5 ein paar gequetschte ist die Tiefe, wo dann dein Subwoofer-System, du wolltest genau, ein DBA haben, genau, ich wollte auch rein DBA kann. Machen. Genau. Coole Abmessung. Wird gehen. Ich hoffe es. Ja, klar, wird gehen. Das ist klar. Denn nochmal zurück, den kannst du natürlich da auch sofort verwenden, weil für Raumgrößen dieser Art ist der natürlich auch geeignet, mhm, mit seinen 13 oder sogar 15 unterstützten Lautsprechersystemen. Das kann er denn ja in dem Fall. Hier haben wir jetzt keine 6 und 7, weil das wäre jetzt vom Raum her nicht ganz so gut umsetzbar. Da hätte ich den wirklich direkt am Ohr, kann ich also persönlich auch nicht empfehlen. So doll ist das nicht. Was war sonst so, sag mal, wenn du jetzt sagst, du hast den gehabt, was hast du vorher gehabt? Das war ein kleiner denn, ne? 6.400. Und ja, wobei, so klein war der auch nicht. Nee, angefangen habe ich mit einem 4.300er, mhm, dann ist der 6.400 gekommen, mhm, und jetzt der 8.500. Und wie würdest du es beschreiben, so vom Erlebnis, Ergebnis? Die Details, also gerade in den Filmen, wenn man Schüsse, irgendwelche Knackgeräusche etc. pp., das ist dann alles nochmal irgendwo natürlicher, das ist von Denon zu Denon immer besser geworden. Ja, also von Generation oder von der Größe her von... Die Raumaufteilung, das war alles irgendwo dann natürlicher gewesen. Jetzt gibt es noch was, das hattest du mir auch im Vorgespräch, weil wenn man hier Würstchen am frühen Morgen schon zu essen bekommt, kann man auch ein bisschen quatschen. Also du hattest mir im Vorfeld gesagt, du hättest auch noch einen anderen Verstärker zuerst gehabt, das war ein Yamaha mit Klipsch. Genau. Die Kombination hat dir persönlich... Überhaupt nicht gefallen. Wie würdest du das beschreiben wollen? Was war da, was dich unruhig machte? Ich kann es nicht beschreiben. Es war einfach, die Hochtöne, die waren dann wahrscheinlich zu aggressiv gewesen. Der, mhm, der Mittelton, der hat irgendwo alles ein bisschen verschluckt gehabt. Mhm. Es hat mir einfach nicht gefallen. Okay, geht so ein bisschen in die Richtung, wo wir natürlich auch in der Vergangenheit häufig drüber gesprochen haben. Es gibt auch Kombinationen von Testsiegern, die man einfach nicht kombinieren kann, weil es einfach vom Klang her nicht so dolle ist. Das gibt's, ja. Es gibt auch Testsieger bei Autoreifen. Ich weiß, es kommt ja, sagt der Schabbat von Autoreifen, aber es gibt auch Testsieger von Autoreifen, die trotzdem nicht auf allen Karren super fahren, weil es eben da nochmal in der Kombination ein bisschen abhängig ist. Höre ich nicht zum ersten Mal. Klipsch ist durch den entsprechenden Charakteristik etwas spitzer in der Klangwiedergabe, etwas härter. Und Yamaha geht teilweise auch in diese Richtung. Und der Denon ist insoweit auf jeden Fall etwas wärmer, etwas weicher. Wobei weich ist falsch, aber es ist etwas wärmer. Genau. Das wäre so unsere Beschreibung. Ne? Und wenn man das mal hören will, dann muss man mal zu uns kommen, dann können wir es mal demonstrieren. So ist das. Mein Lieber, was mit Zocken? Da ist auch eine ganz schöne Zockerecke da mit einer Menge Playstation-Spielen. Kann das sein? Richtig. Also das heißt, du wirst auch hier auch nicht gezockt? Ab und zu mal wird auch mal gezockt. War jetzt schon längere Zeit aus, weil nach der Arbeit gucke ich mir lieber einen Film an und... Kommt dann dabei runter, anstatt nochmal die Konsole anzuschmeißen. Du bist im Moment in einem etwas schwierigen Business, darf ich ruhig verraten. Du verkaufst eine französische Edelmarke. Genau. Und da hast du genug zu tun momentan mit, aber dann kommst du hier mal richtig runter. Genau, also das ist mein Ruheraum. Also ist zwar nicht wirklich Ruhe im Raum, aber ich komme runter. Das bestimmt nicht. Ich wollte mal gerade fragen, bei dem Haus, da unten wohnen Menschen, mhm, oben wohnen Menschen, glaube ich auch, oder nicht? Oder genau, da unten. Genau. Was kriegen die mit? Sagen die dir anderen Morgen genau, was du geguckt hast? Also mein Nachbar über mir, der kriegt gar nichts mit. Aha. Das wundert mich. Also und dann machen wir wirklich hier richtig Pegel stellenweise. Ja. Mhm. Unten die Leute, die haben direkt ihr Schlafzimmer jetzt drunter sich eingerichtet. Da drunter? Ja, da wird es jetzt ein bisschen schwieriger, deswegen habe ich auch gesagt gehabt. Weil die so laut sind? Weil die hier so laut sind. Weil du so laut bist, okay. Und deswegen haben wir gesagt gehabt, jetzt muss ein Häuschen ran, weil ich möchte mein Kino wieder genießen können. Und wenn ich abends um 10 hier dann... Das kriegen die mit? Ja, das kriegen die jetzt leider mit. Fast du Furious-Fan? Auch. Welche Autos? Wahrscheinlich bist du ein Riesenfan von The Transporter.
Der fährt ja nicht nur Audi da. Den habe ich mir damals auch schon angeguckt, ja. Damit fing es an. Sehr schön. Komm, lass uns mal ein paar Bilder zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn wir hier drin sind, weil ich glaube, in den Dimensionen hier ist das ziemlich beeindruckend. Das ist auch eine neue Perspektive für mich, wenn wir hier uns das Podest jetzt nochmal genau erklimmen und da mal drauf gehen, dann lass uns nochmal ein bisschen Krach machen, weil jetzt schlafen sie gerade da unten nicht. Ja, richtig. So ist das. Machen wir. Ja, das ist einer deiner Lieblingsfilme, ne? Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Immer wieder Gänsehaut. Ja, gibt mir ein bisschen auch so, muss ich auch sagen. Also das ist schon sehr faszinierend. Das war The Greatest Showman, den wir uns hier unter anderem gerade angeguckt haben, neben natürlich auch wieder Oblivion, weil den Film haben wir ja nun wirklich hunderte Male gesehen. Und dann weiß man ja schon so, was für verschiedene Charakteristika vom Klang es denn sein kann, je nachdem, in welchem Kino man eben ist. So, und dieses Kino hat eben auch so seine eigene Charakteristika. Wir haben noch ein bisschen Feintuning gemacht, so was einige Einstellungen angeht, mit den berühmten Übergangsfrequenzen und Aufteilungen vom Subwoofer, ja. Und er wird auf jeden Fall mal, habe ich dir gerade empfohlen, mach mal dieses Odyssey Pro und dann gucken wir uns das mal an, was hier so gemessen wird. Die 20 Euro kann man also wirklich gut investieren. Und es hört sich verdammt gut an, weil ich bin ja auch aufgrund der Höhe hier so weit von mittendrin hier. Mhm. Man glaubt gar nicht, dass man in so einem kleinen Raum eben hier ist. Wenn ich jetzt hier gerade das hier gehört habe, dass ja in so einer großen Konzerthalle hier vom Klang her eigentlich wiedergegeben wird. Also das ist schon sehr, sehr nah an dem, was man wahrscheinlich da so hören würde. Es ist sehr schön. Mir gefällt's. Dir gefällt es. Ja, das ist sowieso die Hauptsache, dass es ihm gefällt. Uns gefällt es aber auch. Und wie gesagt, wir haben so ein, zwei Sachen ein bisschen empfohlen, Firma zu verändern. Unter anderem wollte er noch ein bisschen den Center noch rausholen. Da gibt es ja bei Denon so eine Schnelltaste, sag ich mal, wo man dann den Dialog-Enhancer aktivieren kann. Und somit haben wir da noch mal ein bisschen den Center ein bisschen angehoben. Und ja, klar, toll, super. Hier drunter ist noch eine iBeam verbaut. Du hast hier die beiden Sessel, hast du auf so Holzplatten drauf gesetzt, genau, habe ich gesehen. Und darauf habe ich dann den iBeam, ne? Genau. Ja, okay. Cool. Also, alles richtig gemacht. Jetzt musst du noch 2 Jahre hier aushalten? Ein halbes Jahr hier noch aushalten und dann wird es ungefähr noch ein Jahr, anderthalb dauern, ehe ich dann das Kino realisieren kann. Aber warum ein halbes Jahr hier? Baust du es dann irgendwie ab oder was? Nein, du ziehst in 2 Jahren um, hast du gesagt. Nee, ich ziehe jetzt Ende des Jahres. Ach, Ende des Jahres. Also schon. Ende des Jahres wird dann alles geregelt sein. Ach, das ich nicht so. Ja, und dann okay. Im nächsten Frühjahr ziehen wir dann um. Ja. Und dann müssen wir ja aber erstmal das Haus so für uns wohnlich gestalten. Ja. Und dann kommt Holger und darf mir das Kino bauen. Holger, hast du gehört? Merkt dir das Gesicht. Wir werden uns spätestens auf der Hausmesse wiedersehen. Auf jeden Fall. Da freut mich sehr. Hast für deine Frau sogar mit gebucht, ein Hotel mit. In dem Fall. Und das wird eine lustige Nummer. So, ja, deine Frau ist gerade arbeiten. Du hast den Tag Urlaub genommen. Ich vermute mal deiner Frau, ne, diese wunderschöne Grubi-Decke, die schön. Hattest du noch nicht. Nee, ich habe ja gesehen, dass du hier Grubi und Auroschild und alles soweit hast. Ja, ne? Ja. Aber jetzt habe ich wirklich noch mal eine ganz große Besonderheit dabei. Okay. Von vorne sehen die alle gleich aus. Ja. Ne? Aber das hat Kyler. Oh, sehr schön. With Love for Sound vom Wilfried unterschrieben für sehr dich. Schön. Vielen Dank. Hängst dir an die Stelle auf, ich würde sagen, in dem Fall die Rückseite, würde ich dann wahrscheinlich sagen, weil die Vorderseite haben wir dann das zweite Schild. Richtig. So weit hier Trend geht zum Zweit-Euro-Schild. Original Unterschrift von Wilfried, Gruß sehr nach schön. Belgien. Da haben wir übrigens was sehr Schönes vorbereitet, gemeinsam mit dem Holger Bayer und Wilfried. Der Holger hat Bayer, sicherlich nicht ganz unbekannt aus diversen Heimkinoforen, hat also einiges mal zum Thema Euro 3D-Installation, 3D-Sound-Installationen geschrieben. Unter anderem einen Ratgeber, wie man eben mit einem Layout, was wir ja auch schon sehr, sehr lange schon eigentlich vom ersten Tag an so weitgehend empfohlen haben, wie man mit einem Layout alle 3D-Soundformate wiedergeben kann. Und diese Empfehlung war die Basis für eine nochmal leichte Überarbeitung durch Wilfried persönlich, der nochmal da auch einige Hinweise gegeben hat, was denn jetzt wirklich die Besonderheiten sind in der Aufteilung der Lautsprecher, warum er sich eben für dieses Layout entschieden hat mit den schräg installierten Lautsprechern, wo der Unterschied wäre. Das Ganze ist jetzt in Englisch schon verfügbar, wird es auch in Kürze auch in Deutsch nochmal geben. Wir haben es nämlich unter anderem, Holger hat es unter anderem für unseren guten Genie
Berlin von Audioholics geschrieben, weil drüben in Amerika haben wir ja festgestellt, sind die noch gar nicht so fit in dem Thema 3D-Sound, wie wir das eigentlich dachten. Schließlich sind wir da im Mutterland von Hollywood und Co. Aber die waren ganz überrascht, als sie so einige Informationen damals in dem Interview gehört haben, wie wir hier arbeiten, und haben das nachgebaut und sind auch total begeistert. Also wer weiß, was da drüben jetzt vielleicht noch abgeht. Und dafür gibt es dann eben dieses Manuskript. Ich mache mal einen Link rein hier unten mit einem QR-Code, könnt ihr ja mal anklicken. Wird also eine sehr, sehr coole Sache sein. Ich glaube, 10 Seiten sind es mittlerweile, was sie da zusammengeschrieben haben. Also sehr gut nachlesbar und auch sehr empfehlenswert. Und wenn ihr das dann noch hören wollt, dann kommt zu ihm. Nein, ich werde nicht die Adresse eingeben, sondern dann kommt zu uns und dann werden wir euch das gerne alles mal vorführen. Mein Lieber, wir müssen wieder zurück. 400 Kilometer ziemlich genau. 14 Uhr haben wir, sind wir heute Abend irgendwann vor Mitternacht wieder zu Hause. Vielen Dank für Speis und Trank. Bitte, bitte. Danke, dass wir hier so spontan mal einfallen durften. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank euch allen, die ihr zuschaut. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal wieder bei Grobi TV. Ne? Am besten Finger hoch, wäre toll. Und abonnieren wäre auch super, weil wir wollen ja weitermachen. Bis zum nächsten Mal wieder bei Grobi TV. Ciao. Ciao.